Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Luis, mein Kanal heißt Luis Zock und das ist im Moment mein Ultimate Team. Lewandowski habe ich gestern aus dem Footies Bundesliga Player Pick bekommen. Ja, ich weiß, das Video ist ein bisschen vorproduziert, deshalb ist der Footies Player Pick schon was länger her. Er hat in seinem ersten Spiel direkt eine Vorlage und 5 Tore gemacht, also sehr, sehr geil, gute Werte. Auch schön, dass ich den Tots und nicht den Totti bekommen habe, weil der ist nochmal 60k teurer, der Tots. Es gab zusätzlich auch noch eine SBC für Draft Tokens. Ich habe jetzt mal 7 gemacht, damit wir auf 10 Parts insgesamt kommen. Mehr Parts schaffen wir auch gar nicht mehr so richtig in diesem FIFA-Jahr. Und wir gehen direkt rein ins Draft. Lasst gerne ein Abo da, um mir zu zeigen, dass euch das Video und so weiter gefällt. Und ich denke, wir nehmen diese Formation 4-1-2-1-2. Ist eine gute Formation, mit der spiele ich ja... Ja, okay, im Moment spiele ich nicht mit der. Ich spiele ja mit Dreierkette, aber mit der habe ich auch davor gespielt. Als Kapitän bekommen wir Luis Suarez. Ich mag den. Schöner Vorname. Als Zweiten, wir bauen dann halt La Liga ein bisschen. Soweit es funktioniert. Der wäre eigentlich auch La Liga, nur der ist noch nicht La Liga. Ja, wir nehmen hier erstmal Ben Yedder mit. In die IV wollte ich eigentlich noch nicht, aber kann man auch nichts machen. Ich würde sagen, hier nehmen wir einfach mal Premier League und dann gehen wir hier aber wirklich jetzt geordnet weiter. Und wir müssen langsam mal links bekommen. Wir haben noch bisher 4 unterschiedliche Ligen. Und hier müssen wir Marcos Llorente mitnehmen wegen dem Perfect Link zu Suarez. Pedro Porro mit dem Spanien-Link. Wenn er hier noch einen Spanien-Link bekommt, dann ist er ausgesorgt. Aber hier kommt erstmal Varane hin. Dann hier vielleicht den Tots. Ja, den Tots meinte ich eigentlich nicht, aber ich meinte den Tots von Casemiro. Aber kann man dann auch nichts machen. Den hatten wir schon beim letzten Mal. Den No One. Of K-Pack. We'll move on to the hundreds after this. In form, I think. English, left mid. Well, that's fucking no one. What the f***? Nee, also hier müssen wir mit Lahm gehen. Die anderen haben zwar viel geilere Werte, aber wir brauchen auch Chemie. Und Courtois ist hier Pflicht mit Varane. Außer wir kriegen jetzt hier noch einen guten Icon-Torhüter, aber erstmal nicht. Jimenez, der kann schon mal rein statt Kyle Walker. Erstmal. Oder bringt er überhaupt Chemie? Nein. Ja, dann bleibt Kyle Walker drin. Ja, wir müssen hier eigentlich Trent mitnehmen, ne? Minus 2 und plus 6. Aber das sollte auch keine Dauerlösung sein. Also was wir hier bekommen, das ist ja abartig. Cope Miners, aber den kriegt man absolut nicht gelinkt. So würden wir es erstmal machen, aber das machen wir auf gar keinen Fall. Das war jetzt nur mal kurz zum Testen, ob es funktioniert. Premier League hat zwar auch keinen Link da, aber ist erstmal besser aufgehoben. Boah, wen nehmen wir hier? Maldini hat halt kranke Werte, aber wen brauchen wir mehr? Das ist die Frage. Ich glaube, wir brauchen mehr Hullet. Plus 9, plus 1. Ja, so passt das. Pedro Gonçalves. Boah, das wird so ein lostes Draft. Wir brauchen noch ein RM, um auf Chemie zu kommen. Sonst können wir auch erstmal hier Lukaku reintun. Und ein RM aus der Serie A wäre sehr nett. Chiesa oder so. Aber den bekommen wir natürlich nicht. Also da brauchen wir gar nichts erwarten. Ist das ein schlecht gebautes Draft? Also ich weiß nicht mal, ob wir hier mit ein bisschen Umbauen noch irgendwie Chemie bekommen. Also ich habe ja schon schlechte Drafts gebaut, ne? Aber das treibt es nochmal auf ein anderes Level. Wir kommen nicht mal Fullcam und deswegen dem ZM. Ja, also viel mehr können wir hier wohl nicht machen. Ja, den müssen wir nehmen, ne? Die anderen, ne, die anderen sind Portugal und Mexiko, die bringen gar nichts. 188er Draft, es tut mir sehr leid, aber wir haben halt kein ZM bekommen. No, wir gehen rein ins Spiel. Das Draft ist ja trotzdem gut. Es ist halt nicht auf Chemie gekommen, aber es sind gute Einzelspieler. Ja, jetzt im Endeffekt wäre Maldini vielleicht gar nicht schlecht, aber man muss auch bedenken, dadurch hatten wir dann Hullet, der uns gesaved hat. Und der hier ist auch nicht auf Chemie gekommen, ja? Also macht mir hier bitte keine Vorwürfe. Ich habe mich auch erst ein Spiel warm gespielt und die letzten Tage habe ich nicht gespielt, also erwartet nicht zu viel. Aber das eine Spiel war halt auch das mit dem, da habe ich 7-6 gewonnen, das, wo Lewandowski 5 Tore gemacht hat. Big Wom! Big Wom! Okay, wir starten gut, gehen direkt mit einer Führung rein hier. Suarez!
2:0. Also wir haben auf jeden Fall einen Sturm, der schießen kann. Mit Big Rom und Suarez. Die wissen schon mal, wo das Tor steht. Das ist sehr positiv. Und die wissen das im Gegensatz zu Daka, wie wir gerade hier gesehen haben. Und Suarez! 3:0. In der 15. Spielminute. Lukaku. Suarez. Lukaku! Und kommt da der Quid? 25. Minute, 4:0. Kommt da der Quid? Ja, da kommt er. Sehr schön. 2 Tore Lukaku, 2 Suarez. Eine Vorlage Suarez, eine Vorlage Hullet, eine Morales und eine Llorente. Also das Team lässt sich ganz gut spielen dafür. Das ist nicht das Beste, was ich bisher gebaut habe. So, und wir gehen auch direkt ab ins zweite Spiel. Oh, starkes Team vom Gegner, aber es ist nur eine 189. Also jeder Spieler, den er da drin hat, ich denke, den Innenverteidiger wechselt er aus, hat auch noch eine bessere Version. Der hat von niemandem die beste, außer jetzt von den Icons, wo er 3 Prime Moments Icons bekommen hat. Aber sonst haben die alle eine bessere Version noch. Ja, da kommt direkt Pause, da wird gewechselt. Der Innenverteidiger, denke ich mal. Falls ihr die anderen Parts vom Draft sehen wollt, von den Drafts, es gab ja schon 3 vorher, die findet ihr in der Videobeschreibung. Da findet ihr nämlich die Playlist, sowie mein Instagram-Account und meinen Discord-Server. Oh, Phipps. Phipps, was machst du denn da? Ich habe halt nichts gedrückt außer L2, seht ihr ja oben rechts an meinem Controller. Der kriegt keine Karte, das spricht auch noch dafür, dass ich nichts gedrückt habe. Ah, schade. Schade, schade, schade. Ich wusste schon, als er dann geschossen hat, als er am Ball war, dann, dass ich gar nicht mehr springen muss. Der hat in die andere Ecke geschossen und ich stand ja schon in der falschen Ecke. Und Big Worm ist jetzt allein durch. Aber gegen Cech scheitert er. De Bruyne. De Bruyne im Strafraum. Und Tor. Suarez. Suarez. Lukaku. Nein! Also wenn wir sowas da nicht nutzen, so, dann haben wir es auch nicht verdient. Lukaku ist alleine durch. Lukaku, Tor. 3:1 kurz vor der Halbzeit. Gibt vielleicht nochmal einen Motivationsschub. Also Lukaku lässt sich sehr gut spielen dafür, dass er so groß und mächtig ist. So, die zweite Halbzeit ist angepfiffen. Und jetzt ist Big Worm durch. Und jetzt macht Big Worm auch das Tor. 3:2 in der 75. Spielminute. Und da ist noch alles offen. Da können wir noch was schaffen. Starker Pass von Hullet. Also wenn daraus jetzt ein Tor entsteht, verzeihe ich Hullet alles. Und Lukaku, Pfosten. Wir hatten genug Möglichkeiten. Hätten wir eine davon genutzt, wäre alles anders verlaufen. Mal wieder endet das Draft im zweiten Spiel. Und jetzt gehen wir in die Rewards rein. Erstmal das Silberspieler-Pack. Das brauchen wir gar nicht groß anzupreisen. Da wird nichts draus kommen. Wobei auch mal ein Bug da war, dass man Icons aus Silberpacks ziehen konnte, ne? Aber das hier ist keine Icon. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Und jetzt ins Goldpack. Da haben wir das letzte Mal Benzema rausgezogen, den 95er Headliner. Und diesmal ist es leider nichts Erwähnenswertes. Und jetzt ab ins letzte Premium Goldpack, wo auch nichts rauskommen wird. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Geht nicht durch. Ist blau, aber geht nicht durch. Dahinter kann aber was sein, hinter dem Champions League Typen hier, aber ist nix. Schade, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, wenn ihr wieder einschaltet. Verpasst es nicht, deshalb aktiviert die Glocke. Haut rein, ciao.